Hallo und herzlich willkommen hier bei Dices TV. Ich bin Dices und heute kümmern wir uns um das Kartinvestor.de Uncharted-Turnier vom 13.04.24, also letzten Samstag. Gespielt wurde um den Robin Hood in Uncharted aus der dritten Edition für den ersten Platz. Der zweite bekam noch ein Hades aus der ersten Edition, ebenfalls in Uncharted. Und dann haben wir mit 4-0 am Final Table den Lexstream mit seinem Steel Song Deck, bestehend aus 4x Cinderella, 4x die kleine Queen, 4x der kleine Robin Hood, 3x Mr. Smee, 4x Ariel, 2x Benja, 2x Rapunzel, 4x The Queen, 2x das große Biest, 4x den großen Robin und 2x die große Cinderella. Und komplettiert wird das Charakteraufgebot mit 1x Chernabog. Weiter geht's mit den Songs. Wir hätten hier 3x Bare Necessities, 4x Let's Storm Rage On, 4 Strengths of the Raging Fire, 3x Along Came Zeus, 4x A Whole New World und 2 Grab Your Sword. Komplettiert wird das Ganze mit 4x der Schlafmützflöte. Auf der anderen Seite hätten wir M. Webster mit Bounce Control, bestehend aus 3x Olaf, 4x Rafiki, 1x die kleine Minimaus, 3x Cusco, 4x Mim Snake, 1x Pinocchio, 4x Mim Fox, 3x Maleficent, 2x Merlin Krabbe, 2x Minimaus Surfer, 4 Merlin Ziegen, 4 Merlin Hasen, 1 Jim Hawkins für die Queen's Castle, die wir am Ende gleich noch sehen. 4x Maui, 2x Lady Tremaine, 3x Madame Medusa, 1 Last Ditch Effort, 4 Friends on the Other Side, 4 Be Prepared, 1 Spellbook, 1 Mauis Fischhaken und wie schon erwähnt, 4x Queen's Castle. Und wie sich die beiden geschlagen haben, das sehen wir jetzt. So. Jetzt sind wir am Final Table, da wir im Hintergrund leider zu viel Musik haben und uns die GEMA wahrscheinlich dann irgendwann einen Strich durch die Rechnung macht oder YouTube selber. Muss ich mal was anderes probieren. Wir haben hier den Würfelwurf und Lexstream gewinnt mit einer 6. Jetzt wird noch das Deck gecuttet und dann haben wir Steel Song gegen Bounce Control. Ich würde mal fast sogar Steel Song ein bisschen weiter vorne sehen, denn Bounce ist relativ berechenbar, meines Erachtens nach. Aber wir schauen erstmal, was sie tauschen. Bei Lexstream gehen 4 Karten und bei Webster gehen 5. Wir sehen hier schon ein bisschen die Hand von Lexstream. Da kommt noch der Cut und los geht's. Wir haben hier ein Bare Necessities in den Tintenvorrat. Dann kommt eine Queen und damit ist der Zug vorbei. Webster macht einen Olaf zur Tinte und spielt einen Rafiki und hat leider vergessen, die achte Karte nachzuziehen. Das ist denen leider auch nicht im Nachgang aufgefallen. Eigentlich ein kleiner Spielfehler, aber der Nachteil liegt eher auf Websters Seite. Da geht ein Robin in den Tintenvorrat und der kleine Robin kommt hinterher.
Das wird in den Tintenvorrat gelegt. Einmal Freunde im Schattenreich. Dann kommt der Pinocchio, tappt den Robin Hood und nimmt ihn raus, weil er glaubt, da dürfte noch ein Robin auf der Hand sein. Was wir hier auch sehen. Dann geht ein Robin in die Tinte. Die Queen shiftet auf die Große und ein Schaden mit Raging Fire auf den Pinocchio. Die Ziege geht in die Tinte und es kommt ein Cusco. Ja, Lextreme fehlen so ein bisschen die Songs auf der Hand. Wir sehen hier einen Robin, ein Smee und eine Rapunzel. Lextreme überlegt, was er jetzt wie am besten spielen möchte. Da geht die Rapunzel in den Tintenvorrat. Smee betritt das Feld. Bei M. Webster geht der Olaf in die Tinte. Die Frage, kommt die Krabbe oder die Mim? Damit ist der erste Punkt bei M. Webster und bounced den Cusco wieder auf die Hand und bringt die Fox Mim. Da kommt eine Flöte bei Lextreme, questet und geht auf 2. Smee bekommt ein Damage. Da kein Captain Hook irgendwo oder ähnliches auf dem Tisch liegt. Und wahrscheinlich wird gleich die Mim in den Smee rennen. Yep. Die Fox Mim nimmt den Smee raus und wahrscheinlich kommt dann gleich der Cusco wieder aufs Feld. Da liegt der Cusco wieder. Eine Fox Mim geht in den Tintenvorrat. Bei Lextreme wird jetzt der Robin Hood in den Tintenvorrat gelegt und das Biest liegt auf dem Tisch. Und gibt die Runde an den Webster ab. Rafiki geht in den Tintenvorrat. Merlin Krabbe kommt und Cusco geht für einen Questen. So, Beast zieht 2 Karten. Eine Rapunzel und eine Flöte. Die Queen rennt in Cusco, damit Rapunzel ein Ziel hat, um eine Karte nachzuziehen. Der Merlin geht questen, Maui geht in die Tinte,
Damit ist er bei 7 und dann kommt das Be Prepared und räumt das Board einmal auf. Glücklicherweise zieht er gleich das Beast wieder nach. Ein Smee geht noch in die Tinte. Da kommt das Buch bei M. Webster. Die Snake Mim kann er ja nicht spielen. Er hat kein legales Ziel auf dem Tisch liegen. Und das Beast zieht wieder 2 Karten. Die zweite Flöte kommt auf den Tisch. Und er gibt ab. Ein Maui's Fishhook hilft gerade auch nicht weiter, verschwindet gleich im Tintenvorrat. Das Buch macht einen weiteren Punkt. Und damit ist Lexstream wieder dran. Zieht zweimal die Queen nach. Einmal kommt sie direkt auf den Tisch. Die zweite verschwindet im Tintenvorrat und das Beast geht für 2 erkunden. Ja, M. Webster hat ein bisschen Problem mit der Hand. Zieht nur ein Queen's Castle nach. Kann damit im Grunde nur ein bisschen leichten Druck aufbauen und ihn vom Questen abhalten. Das Buch macht noch einen Punkt und weiter geht's. Wir sehen dann noch 2 Whole New Worlds auf der Hand und ein Raging Fire. Die Queen geht questen. Gibt plus 4 auf das Beast. Das Beast rennt ins Queen's Castle und damit ist das Board schon wieder relativ leer. Dann kommt noch der Benja, zerstört das Buch und ein Merlin Rabbit bounced, zieht noch eine Karte. Olaf geht in den Tintenvorrat. Und Rafiki betritt noch das Feld. Da wird schon mal gezählt, ob Jet Chernabog auf den Tisch kommen kann. Ein Strength of the Raging Fire auf die Snake Mim, ein Along Came Zeus auf Rafiki und dann sind das 6 fürs Questen und 2 durch die Flöten. Damit steht es 14-6. Malefiz zieht eine Madame Medusa nach. Die kommt noch auf den Tisch, nimmt das Beast aus dem Spiel. Questen, Song, 6 Punkte, fertig. Damit steht es 1-0 für Lexstream. Und Webster beginnt die nächste Runde. Das Deck wird nochmal gecuttet und die ersten 7 Handkarten. Lexstream zieht 3 neue.
Und Webster zieht 4 neue. Olaf in die Tinte, Rafiki und Lextreme ist dran. Der Robin Hood geht in die Tinte und eine Cinderella kommt. Pinocchio sitzt schon parat, Maui geht in die Tinte. Pinocchio kommt, tappt die Cinderella und Rafiki nimmt Cinderella raus. Damit hat er Lextreme ganz stark gebremst. Strength aus dem Raging Fire wird zur Tinte und One Drop Queen kommt aufs Feld. Bei M. Webster kommt Olaf in die Tinte. Für 2 kommt Cusco und er gibt ab. Einmal Queen in die Tinte, einmal Ariel für 3, für 4 Karten. Ein Whole New World, Rest kommt unten drunter. Cusco verschwindet in der Tinte. Pinocchio geht questen, wird wahrscheinlich gleich gebounced. Yep, Pinocchio wieder auf die Hand, Pinocchio wieder raus. Ariel wird getappt und Rafiki nimmt die Ariel vom Tisch. Bremst also den Steelsong-Spieler gleich wieder stark aus. Für 3 wird der Pinocchio erstmal rausgenommen, damit er nicht wiederkommt. Dann geht das Biest noch in die Tinte und noch eine weitere Queen aufs Board. Die Madame Mim geht in den Tintenvorrat, Merlin kommt, generiert noch einen Legendenpunkt. Madame Mim geht einmal erkunden und somit steht es 3:0 für M. Webster. Die Queen wird geschiftet, Bear Necessities geht in die Tinte und für 2 kommt noch eine Flöte. Ja, Chernobyl kostet momentan erst 2 weniger, also noch 8. Die nächste Foxmim geht
in die Tinte und Lady Tremaine trifft damit die kleine Queen. Damit sind jetzt 3. Chernabog würde 7 kosten. M. Webster geht Questen für 3 und ist bei 6. Da wird noch weiterhin gezählt. Die Frage ist jetzt, Robin zur Tinte oder Robin aufs Feld? Einmal auf Merlin, damit sind 5 im Ablagestapel und Chernabog kommt auf den Tisch für 5, shuffelt alle Charakterkarten wieder ins Deck. Und Merlin hat natürlich noch beim Verlassen des Spiels einen Legendenpunkt für M. Webster generiert. Ja, jetzt liegt erstmal ein Chernabog auf dem Tisch. Da kommt jetzt Madame Medusa, die gegen Chernabog nichts ausrichtet. Im Webster überlegt noch, ob er Questen geht, ob er sie blank ausspielt, ohne Ziel. Cusco geht Questen. Damit hat im Webster 8 Legendenpunkte. Und gibt ab. Dann kommt Robin Hood. Cinderella geht in die Tinte. Und Chernabog geht für 3 erkunden. Da kommt die zweite Madame Medusa. Nimmt den Robin raus. Cusco geht für einen Questen. Remain noch hinterher. Damit ist M. Webster bei 11. Chernabog geht auf Lady Tremaine. Dann kommt noch einmal The Queen. Merlin kommt aufs Feld. Da ist das Be Prepared auf der Hand. Mim und Medusa rennen in den Chernabog. Da ist eine Stout-Hearted Cinderella. Geht in die Tinte. Whole New World. 7 neue Karten. Ein Be Prepared schon mal weg. Ein Bear Necessities. Trifft das Be Prepared, das frisch nachgezogene. Für 2 kommt ein Smee und noch ein kleiner Robin und noch eine kleine Cinderella. Der Hase singt Friends on the Other Side.
Die Hand gibt auf jeden Fall viele Optionen. Cusco geht questen. Für 3 kommt die Fox Mim, bringt den Cusco wieder auf die Hand. Rafiki wird in Tinte umgewandelt. Die Mim nimmt die Queen aus dem Spiel. Und Merlin kommt wieder und zieht eine Karte nach. Die kleine Queen wird in den Tintenvorrat gelegt. Die zweite Flöte. Und das nächste Whole New World. Ein Strength of the Raging Fire für den Hasen und Questen für 3 plus 2 durch die Flöte. Da liegt das nächste Be Prepared auf der Hand. Minimaus wird zur Tinte. Hase nimmt die Cinderella vom Tisch. Maui kommt dazu. Einmal auf den Smee. Und Fox Mim bounce nochmal den Hasen. Und nimmt den Robin noch mit aus dem Spiel. Letzte Storm Rage on auf die Mim. Dann noch die dritte Flöte. Ein Smee. Die Queen geht in den Tintenvorrat. Dann noch die 3 Legenden für den Song. Olaf in die Tinte. Maui singt Freunde im Schattenreich.
Maleficent zieht eine Tremaine nach. Nee, Quatsch, eine Medusa. Für 6 kommt sie auch ins Spiel und nimmt den Smee vom Board. Eine Queen, ein Benja, für 3 Raging Fire auf Maleficent, um die 3 Legenden zu generieren für die Flöten. 15, damit sieht es sehr gut aus für Legstream. 3 Lore in Charakteren und gegebenenfalls noch 3 für den nächsten Song. Ein Fischhook geht in die Tinte. Für 7 kommt das Be Prepared, räumt den Tisch erstmal auf. Und Minimus Surfer betritt auch noch das Spiel. Einmal der große Zeus auf Mini macht 3 Punkte für die Flöten und eine Rapunzel ohne Ziel. Webster versucht noch nach einer Antwortmöglichkeit zu suchen. Aber das Whole New World ist noch auf der Hand. Das weiß er noch nicht. Die Lady Tremaine nimmt die Rapunzel raus. Merlin geht in die Tinte. Whole New World. Und herzlichen Glückwunsch an Legstream für den Gewinn des Enchanted Turniers. Erster Preis für ihn. Damit ein Robin Enchanted. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich würde mich über ein kleines Abo oder ein Like freuen. Und wir sehen uns, denke ich mal, nächste Woche nach dem Turnier in Gütersloh wieder, wenn ich das Finale vorbereitet habe. Ansonsten, ja, einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, was ihr heute noch macht. Ein paar schöne Runden Lokana noch für euch und bis zum nächsten Mal.